Hinter den Kulissen von Let's Dance sollen Neid, Missgunst und Reibereien keine Seltenheit sein. Das meint Skandalnudel Oliver Pocher, 44, der dieses Jahr seine Frau Amira, 29, das ein oder andere Mal live im RTL-Publikum unterstützte. Doch er selbst war auch bereits Teilnehmer in der erfolgreichen TV-Show und hat es sich in der Zeit vor allem bei einer Person scheinbar sehr verscherzt, bei Profitänzer Christian Polans, 44. Let's Dance, Drama hinter den Kulissen. Comedian Oliver Pocher und seine Frau Amira reden in ihrem gemeinsamen Podcast Die Pochers. Stets nach Lust und Laune. In der jüngsten Episode dreht sich alles um angebliche Neid, Missgunst und Reibereien, die hinter den Kulissen vom RTL-Erfolgsformat Let's Dance stattfinden sollen, da Amira in der diesjährigen Staffel, in der sich René Kesseli an die Spitze tanzen konnte, und Oliver in der Staffel von 2019 beide bereits Teilnehmer in der Show waren. Hat sowohl Männlein als auch Weiblein einiges dazu zu sagen? Skandalnudel Oliver, der jüngst erst wieder bei Boris Becker, Jelis Kock und auch Iris Klein aneckte, erinnert sich da an eine ganz bestimmte Situation mit Christian Polans, in der dieser Pocher allem Anschein nach fast die Augen ausgekratzt hätte. Oliver Pocher, jetzt wollen wir nochmal mit den Losern reden. Der Comedian erzählt im Podcast, dass er im Rahmen der Let's Dance Staffel, in welcher er Teil des Formats war, nach dem Halbfinale exklusiv spezial moderierte, als Frauke Ludowig verkleidet. Natürlich sollte dies als Gag verstanden werden. Pocher meint, da ist Nazan Ekes ausgeschieden. Ich bin in dem Moment eher auf die Comedy gegangen und habe gesagt, jetzt wollen wir nochmal mit den Losern reden. Kurze Frage, das habt ihr ja ordentlich vergeigt? Mit ihr meint Pocher hierbei Nazan Ekes und ihren Tanzpartner, Christian Polans. Oliver führt weiter aus, Nazan hat es weggelächelt, aber Christian Polans fand das massivst beschissen. It's Showbusiness. Bis heute weiß ich, wenn ich ihn sehe, dass er das maximal kacke fand. Profitänzer Polans steht wohl also auch auf der Liste von Promis, bei denen es Pocher mit seinem Humor etwas zu gut gemeint hat, und diese Liste ist mittlerweile schon sehr, sehr lang.